Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Und wir befinden uns ja mittlerweile wieder im Engelsturm, wo wir uns ja ein bisschen umschauen wollten. Ich habe ja auch auf mein letztes Video einen Kommentar bekommen, dass ich eigentlich nochmal zum Vulkanbereich soll, aber... Also hat zumindest der Kommentator erst geschrieben. Daraufhin hat Master euch gemeint, ich soll aber hier erstmal im Engelsturm etwas erledigen. Also bin ich hier also richtig. Muss nur gucken, was ich hier erledigen muss und wo ich lang muss. Das Ganze werde ich hier einfach immer absuchen, in der Hoffnung, dass ich den Weg finde. Und auch eine Sackgasse? Nein, doch nicht. Dass ich dann auch wirklich hoffentlich richtig liege, wenn ich jetzt da unten zu der Stelle hingehe, wo ich gegen Gar vor den 10 Jahren, vor den 10 Spieljahren gekämpft habe. Deswegen werde ich da jetzt erstmal als nächstes hingehen. Sofern mich diese Monster nicht davon abhalten. Gut. Okay, also gehen wir mal weiter. Weiter in den Engelsturm hinein. Oder weiter tiefer in den Engelsturm. Ach nee, hier war dieses Labyrinth. Ich hoffe, ich muss diese Steine nicht nochmal verschieben oder so. Daran kann ich mich irgendwie noch sehr gut erinnern. Wenn wir jetzt uns wieder den Weg versperren. Ach du Scheiße. Okay, tschüss. Gott sei Dank. Lang lebe die Flucht. Lang lebe die Option zur Flucht. Und lang lebe die Option, frei den Weg entscheiden zu dürfen. Okay, ja genau, das war dieses Labyrinth hier. Ich muss die Felsen wahrscheinlich wieder schieben, wie es aussieht. Jetzt muss ich nur nochmal gucken, wie man die nochmal schieben musste. Aber erstmal muss ich jetzt zwei Gegner bekämpfen. Einmal Phantom und Cerebus. Aber Phantom ist futsch. Und ich hoffe, Gar ist stark genug für den Cerebus. Wir sehen es ja gleich. Ich meine, mit der Waffe, die er hat, dürfte das eigentlich nicht mehr schwer werden. Und mit einem kritischen Treffer erst recht nicht. Okay, ja gut, hier geht's sowieso nicht weiter. Ja, ich muss die Felsen wohl wieder schieben. Gar konnte die schieben, genau. Erstmal muss man wieder hier, genau so. Also los, Gar, schieb. Und diesen Felsen komme ich erst von der anderen Seite dran. Und wie war es hier nochmal? Genau, den muss ich da, oder? Moment, jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Ich muss auf jeden Fall zu der Treppe dahin. Gut, dann muss ich diesen Felsen... Na komm schon, Gar, schieben! Warum kann ich den nicht... Ah doch, geht. Wollte schon sagen, wäre jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen, wenn ich den nicht schieben könnte. Okay, ich glaube, das war dumm. Ja, ich muss das anders machen. Ich sehe schon. Okay, Zeit, den Gegner erstmal zu bekämpfen und dann nochmal aus diesem Raum rauszugehen und wieder rein. Ah, super. Okay. Dann geht's jetzt nochmal hier raus. Hoffentlich war es jetzt der richtige Weg. Hier müsste irgendwo noch eine Treppe sein. Genau. Hoffentlich wird der Raum wirklich nochmal neu gemacht. Weil ich habe keine Lust, nochmal aus diesem Engelsturm extra rauslaufen zu müssen. Na komm. Och, Mensch. Warum müssen mir immer so viele Monster hier in die Quere kommen, wenn ich irgendwas machen will? Ich hasse diesen Raum. Und weg mit dir. Na jetzt aber. Wir sind einfach zu stark für euch Gegner hier. Okay. Ein Crab Cape habe ich bekommen. Ein Crab Cape. Kann man bestimmt gut essen, Krebs. Naja. Ja gut, der Raum wurde neu gemacht. So, jetzt schieb. Okay. Na, Mensch. Los, schieb Gar. Irgendwie will er nicht. Warum Gar? Warum willst du diesen Felsen nicht schieben? Ich drücke Dreieck, ich drücke X, ich drücke... Warum geht das nicht mehr? Eben hat es noch geklappt. Das finde ich jetzt merkwürdig. Ah, okay, ich stand wohl falsch. Irgendwie. Versteht mal einer die Mechanik des Spiels. Hab's ja doch noch hingekriegt. So. Jetzt
muss ich nur die anderen Felsen nochmal richtig schieben. Ich glaube, es kann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Die Betrüger, ich mach die mal alle kurz kalt. Ja, das mit den Felsen schieben hier. Ach nee, ein oder zwei HP fehlen. Sowas ist richtig bitter. Na gut, nur noch zwei Betrüger. Wenn es nicht anders ist, dann werde ich gleich bei den nächsten Kämpfen fliehen. Da geht es ein bisschen schneller voran. Weil so dauert mir das echt ein bisschen zu lang. Die Kämpfe hier dauern echt eine lange Zeit. Wenn man mal überlegt, andere RPGs, da wären die Kämpfe schon in 0,x ausgetragen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie man... Achso, der schiebt einfach automatisch. Ich brauche gar nichts drücken. Gut, kann ich hier wenigstens rumgehen? Na also. Dann müsste ich... Ah, verdammt, Sackgisse. Aber gut, ich kann diesen hier erstmal wegschieben. Na also. So, eine Brücke dahin bauen. Wunderbar. Dann einmal drehen, damit ich den einen Felsen da wegschieben kann. Weil sonst kriege ich den anderen Felsen da nicht hin und ich kann keine Brücke bauen. Ah, Ex-Mann. Noch schwächere Gegner konntet ihr mir nicht vorschicken. Okay. Wunderbar. Und weiter. Schnell, ich werde es noch schaffen, wenigstens die Treppen runterzukommen. Das will ich noch hinkriegen in diesem Video. Auch wenn ich jetzt länger als 10 oder 11 Minuten brauchen werde, ist mir egal. So. Und den einmal rüberschieben. Wunderbar. Und den auch noch einmal. So. Und hab. Wunderbar. Das passt schon mal. Das passt mir gerade gar nicht, dass ein Gegner kommt. Das ist aber nur ein Phantom. Das machen wir auch schnell, alle. Aber gleich müsste ich die Felsen... Obwohl, ich habe sie doch schon richtig platziert. Also müsste ich jetzt eigentlich rüberkommen, wenn man das mal so überlegt. Also gehen wir jetzt mal da rauf. Und gehen weiter. Weiter, weiter. Die Treppen runter, yay! Und ich wechsle mal die Party, so. Sieht doch viel besser aus. Gar erstmal in letzte Reihe gesetzt. Okay, wir sind auf jeden Fall ganz unten. Wächtergeist, 234. Ich glaube, ich muss Gar auswählen, oder? Wächtergar, 198. Und hier ist das Grab oder der Stein von Gar. Und hier ist auch noch ein Stein. Wächtergatz, 201. Okay. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Ich versuche mal Gar an vorderster Position zu setzen. Wenn das nicht klappt, dann bin ich ein bisschen ratlos. Okay, das klappt schon mal nicht. Hm, auch nicht. Okay, das ist blöd. Vermutlich muss ich was ganz anderes machen. Ich habe da auch schon eine vage Vermutung. Aber erstmal will ich gucken, ob hier vielleicht... Ne, hier passiert gar nichts. Okay, dann werde ich wohl nochmal nach oben müssen. Den ganzen Weg nochmal hochlatschen. Wahrscheinlich habe ich wirklich irgendwas falsch gemacht oder so. Aber ich muss wirklich diese eine Wand da wegsprengen. Ich weiß jetzt, Gott sei Dank, komme ich hier überhaupt noch weg? Ja, ich kann da runterspringen. Gott sei Dank weiß ich jetzt, wie ich nochmal die Wand wegsprengen kann. Und zwar habe ich ja Momo, die ja die Wand wegschießen könnte. Wurde mir ja auch von Real Life in Tüten hingewiesen. Nochmal. Danke für die Info. Ich glaube, nochmal Momo in die Party aufzunehmen, soweit hätte ich nicht gedacht. Deswegen werde ich das mal probieren. Vielleicht ist da ja der Weg, wo ich lang muss, die Wand wegzusprengen. Wenn nicht, dann ja. Ich werde mich hier auf jeden Fall in diesen Engelsturm umsehen, weil... Es wurde ja gesagt, dass hier irgendetwas ist, was mich weiterbringen müsste. Deswegen werde ich hier diesen Turm auf den Kopf stellen, bis ich es gefunden habe. Auch wenn es Jahre dauert. Na gut, so lange wird es vielleicht nicht dauern, aber es wird wohl seine Zeit noch dauern, bis ich es hier gefunden habe. Okay, dann gehen wir mal aufwärts hier. Oder hier vielleicht mal links gucken. Hier ist noch ein Weg. Okay, hier war nur eine Sackgasse, glaube ich. Ja, da war die Truhe. Okay, dann gibt's hier also auch nichts Brauchbares. Dann werde ich wohl wirklich nochmal nach oben müssen. Nach diesem Kampf. Ah, okay. Ich fliege lieber.
Da habe ich keine Lust, gegen die Mistviecher zu kämpfen. Na gut. Da werde ich jetzt wohl wirklich nochmal nach oben müssen. Auch wenn es mir gar nicht gefällt. Aber gut. Auch wer will jetzt noch Ärger hier? Oder wer will uns noch ärgern? Vier Gegner? Okay, ich fliehe. Natürlich lassen sie uns jetzt nicht. Klasse. Kann man den Kampf hier nicht vorspulen? Naja. Egal, ich werde eh gleich nochmal versuchen zu fliehen. Hoffentlich klappt das dann. Ich will hier weg. Ich will raus aus diesem verdammten Engelsturm. Ich will weiterkommen. Und nicht mehr gegen diese verdammten Mistviecher kämpfen. Ach du Scheiße. Alle bekommen höhere Abwehr. Okay, jetzt will ich erst recht fliehen. Auch wenn die Gegner schwach sein sollten. Wir haben es geschafft. Yay. Wow. Glück gehabt. Los weg hier. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir schon soweit unsere Zeit erreicht. Und ich würde sagen, ich versuche im nächsten Video noch irgendwie den Weg zu finden, wo ich weiterkomme. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.